Wir behaupten nicht nur, dass der Turbotail der fängigste aller Twister ist, wir zeigen es euch auch. In dieser Aufnahme testen wir einen gletschergrünen Turbo am Doppelkopf. Jetzt sind wir da. Da, da auch ein. Ach, weg. Ja. Der Sauron. Also kleiner. Als wenn einer ein Kommando gegeben hätte, ne? Los, Jungs, ist Beißzeit. Ja. Also was muss man erstmal rausfinden? An so welchen beschissen. Plätzen die zu welcher Zeit? Nimm mal so beschissen spät. Komm. Wir legen großen Wert darauf, dass ihr nicht nur unsere Fänge seht, sondern auch die Angeltechnik und vor allem, in welchem Moment der Fallphase der Biss erfolgt. Ungekürzt und ungefaked. Auch wenn die Aufnahme noch so lang ist. Dateigrößen sind heutzutage kein Thema mehr. Schön war er, aber nicht groß. Ihr sollt auch sehen, wie sich ein frisch gefangener Fisch verhält, damit ihr in der Lage seid, die zu Werbezwecken umgehängten Fische, die bei der Landung manchmal wie halbtot an der Angel hängen, selbstständig zu erkennen. Da werden die Aufnahmen geschnitten, bis das der Computer abstürzt. Nein, ja? Kein Biss gespürt. Ja, direkt den Wurf danach, ne? Ja. Wir stehen hier schon den ganzen Tag und haben keinen Biss gekriegt. Und dann, als hätte einer ein Kommando gegeben, so klingelingeling wie auf dem Dorschkutter, dann sind sie auf einmal da. Das kann sich doch sehen lassen. Das ist doch kein Winzling. Tja, Gletschergrün, unsere neue Farbe fürs klare Wasser in der Abenddämmerung. Muss man erstmal drauf kommen, ne? Tja, ist halt sehr silbrig. Wenn das Wasser klar ist. Dann sieht man die halt entsprechend auch länger. So bescheuert, den ganzen Tag ziehst du hier und zupfst und zupfst. Wollte schon fast aufgeben. Wow, hier ist aber tief. Oh, geh nicht zu tief runter, hier geht's ganz steil runter. Das rutscht. Geht ganz steil runter. Ja, wo ist der Fisch? Ach, da. Das ist so glitschig hier. Ich bin wieder am Abrutschen. Warte. Wenn das ein Barsch ist? Oh, hast du schon mal so einen Barsch? Oh, der ist aber über 50, du. Ja, da ist eine Granate. Boah, ist das ein Hammer. Muss das nur noch? Ja, ah, das ist doch ein Hammer. Das ist ein Hammer. Werf doch mal dahin. Hier ist eine Wurzel. Ha! Ich hänge mit einem Fuß in der Wurzel. Ist das ein Hammer. Boah. Boah. Das ist 52er Klasse, oder? Nee. Aber so etwa in der 50er Region ist er ganz bestimmt. Ich kann aber... Ich weiß nicht, wie ich hier... Ah! Noch einen.
sein. Scheiße! Bloß gut, dass ich eine Warthose anhab. Willst du messen? Nee. Bloß gut, dass ich eine Warthose anhab. Ich hab ein Maßband. Ja. Das ist deine Rolle im Wasser. Einen nassen Arm habe ich gekriegt. So. Zum Fotografieren ist zu dunkel. Das geben keine schönen Brillen da mehr. Ich dachte, du hast auch einen. Ist er weg? Ja, der ist weg. Ach, schade. So, das hat mich an den Karpfenbrill erinnert, wo ich baden gegangen bin. Wir zeigen auch immer wieder das Zurücksetzen, damit ihr sehen könnt, dass wir nicht ein und denselben kapitalen Fisch mehrmals an verschiedene Köder hängen, was leider häufig die Praxis ist. Oder aus einem kapitalen werden gleich mehrere. Mal mit dem einen Angler, mal mit einem anderen. In Richtung Wasser und nochmal in Richtung Ufer fotografiert. Und das Ganze am besten nochmals gespiegelt. Der Computer macht's möglich. Hier hinter mir so einen blöden Ast. Wenn ich rechts aushole, habe ich da mal drin hängen. Ich habe wieder einen. Direkt den Wurf nach dem dicken Barsch. Der ist aber nicht ganz so groß. Jamon. Weiß ich nicht, aber ich habe einen Fisch. Der zappelt. Wenn er rauszieht. Kannst du mal rausziehen? Was ist das für den? Bist du unten runter oder? Nein. Achso, dann kannst du ja den Fisch für mich losmachen. Ich hab an meiner Angel. Bist du sicher? Ist das nicht extrem? Da kommen am Abend 10 Minuten, da beißt fast jeder Wurf einer und dann. Und das ist es dann für den ganzen Tag. Angelst du im Moment ohne Startverfahren? Ja, ich habe den kleinen Köder dran. Da rechne ich nicht so mit Hecht wie du. Der Barsch war es doch wert hergekommen zu sein, ne? Das war eine richtige Oma. Karpfenformat. Da ist doch schon wieder was. Der hat aber nicht gerockt, der hat irgendwie hat sich das angefühlt, als wenn. Vorsicht, schon wieder einer. Immer. Schein mal nach rechts. Jetzt geht das Wurf auf Wurf. Ich habe den kleineren Köder, deshalb kann ich auch den kleineren Barsch fangen. Aber der ist ja nun. Das ist ja nun nicht der Hit. Guck mal, den haben sie die ganze Schwanzflosse abgebissen. Guck mal, da ist nur ein Stummel. Auch ein. Was auch ein? Ganz vorne hat er hier gebissen. Oh. Du hast aber einen schönen, ne? Er sieht doch, er kämpft doch wenigstens. Oh, deins ist aber auch ein Bromid. Der ist aber auch jenseits der 45, wenn ich die Flosse so sehe. Ja. Vor die Kamera. Zieh den für die Kamera.
Hängt aber ganz knapp. Oh, jetzt mache ich den gleichen Fehler wie du. Lauf am Hang lang hier. Ich gehe mal meistens hier oben lang. Beim nächsten Mal müssen wir die Kamera irgendwie anders positionieren. Ja, ne, der ist gefährlich beim Platz. Ist das nicht ein schöner Barsch hier? Auf Gletschergrün in der Abenddämmerung. Wir haben jetzt November, also nicht nur in der warmen Jahreszeit. Von wegen November, übermorgen ist Dezember. Ja, übermorgen ist schon Dezember, also Ende November haben wir. Und Barsche in der über 45er Klasse. Ich kann mal schauen, ob ich den messen kann. Oh, ich habe auch wieder einen, aber einen kleinen. Jeder Wurf jetzt. Alles nur so die knapp 30er. Ja. Schön. Ganze 46 Zentimeter hat er gehabt. Statt zu messen, hätte ich noch einen Wurf gemacht. Jetzt mal wieder auf meinen Standplatz zurück. Der ist gut. Ich hab wieder einen guten. Ja, da komm ganz oben lang. Hier oberhalb von mir vorbei. Ja. Hier oberhalb von mir vorbei. Nee, was machst du? Oberhalb. Jetzt doch. Und lass mich doch mal drunter durch. An dir einfach vorbei. Ja, du bist ja, ja. Ich werde das schon irgendwie hinkriegen. Ach, scheiße, da ist eine Wurzel. Da bin ich jetzt mit dem Fuß dann hängen geblieben, mit einer Schlinge. Na gut, gehe ich ganz oben. Mann, ist das hier glitschig. Ist das ein widerliches Lebenszeug hier. Bleib oben, ne? Ja. Weil da ist... Ach, war ein ganz guter, aber... Das ist mir zu gefährlich jetzt. Für diesen Barsch laufe ich nie zur Kamera. Na komm schon. Das, der ist das Risiko nicht wert. Und was die Kamera ein bisschen weiter zu uns rüber schwenken. Da braucht man nicht so weit unten zu laufen. Für die paar Minuten geht das noch. Ich habe den letzten ziemlich weit links gefangen. Ne? Ich probiere mal von hier aus, wo ich jetzt stehe. Und links ist flacher. Wenn es abends dunkler wird, gehen sie etwas flacher. Ja. Die kommen aus dem Tiefen. So, ich gehe gleich wieder an meinen Platz sein, dann hast du ein freies Schussfeld. Hier zu stehen, wo ich jetzt stehe, ist ein bisschen heikel. Hier ist sehr glitschig. Da wo ich rechts stehe, da ist es so ein bisschen wie eine Stufe. Da falle ich nicht so leicht rein. Da warst du, wenn du da drin bist, kommst du glaube ich nicht so schnell wieder raus. Nein, wenn die voll gelaufen ist, dann ist mein nächstes Handy hin. Gehen hochstellen noch oder meinst du das? Hast du den noch nicht hochgestellt? Nein. Also. Du bist jetzt gerade da. Ja. Na gut. Oh, der Haubentaucher ist. Wer weiß, wo die Kette ist.
nur aufpassen, dass ich nicht ausrutsche und die ganze Kamera ins Wasser fällt. Jetzt mal suchen, wo der richtige Knopf ist. Da. Die war doch schon auf Medium. Ja, auf High. Sind die auf High gehen? Auf High haben wir noch nie gefilmt. Ich kann sie auf High machen. Ich habe die Kamera ein bisschen gedreht. Klein bisschen. Ich sehe keinen Unterschied. Ich habe das mal ein bisschen gedreht, das war besser verlautet. Kommt wieder rechts? Ach, bist du jetzt noch rausgegangen? Ja, du kannst da stehen bleiben. Kannst du da überhaupt noch werfen? Oh, bitte. Nicht so ganz präzise Ziele. Aber das kann jeder auch auf der Kamera erkennen, wie dunkel es ist. Ja, die Kamera sieht mehr als wir. Was ist das? Ja, so scharf nach links habe ich auch nicht geschmissen. Ja, da habe ich es aber abends mal gefangen, sogar noch weiter nach links. Augenräuber brauchen keine Lockstoffe, damit sie den Köder länger im Maul behalten. Keine Ahnung, was man schlucken muss, um für den Anschlag die Reaktionszeit eines 100-Jährigen zu haben. Von uns jedenfalls bekommen die Fische keine Zeit für einen Geschmackstest.
fische ich etwas flacher. Die Kamera sieht über oder was? Ich weiß nicht, das sieht alles so grau in grau aus, ne? Und dann sehen die Leute wenigstens, wie dunkel es ist, wenn die Fische immer noch beißen. Wohl gemerkt, die letzten Novembertage. Schon stockduster. Schon gegen das Licht, damit man überhaupt was erkennt. Damit man uns überhaupt noch so als Schatten erkennt. Das war aber wohl wieder eine krasse Beißzeit, ne? Ja. Wir haben zwei richtig ordentliche Barsche gefangen. Was sind die 48, 49er? Ja. Mit den 46er. Oder haben wir noch dran? Der von mir hatte Karpfenformat. Aber heute noch kein Thunder, ne? Nee. Die kamen noch später. Unbedingt an der Stelle mal ein paar weiße Züchter mitnehmen. Ja. Aber das Gletschergrün hat auch super funktioniert, ne? Ja, ja. Jawohl, ich habe noch einen. Und einen guten. Ich bin mal gespannt, ob man den überhaupt noch auf dem Bild sieht jetzt. Weil von hier aus sieht der Monitor ja alles schwarz in schwarz aus. Wo ist denn überhaupt der Fisch? Ach, das ist bei mir. Hey, das ist auch noch ein richtig guter Barsch. Noch so an die 40 rum. Ich komme mal wieder nicht aus dem Wasser hier. Ich laufe an Land. Das ist sicherer. Den kleinen Fisch so gut noch erkennen, ne? Ja. Man hat jetzt gerade Größe C, ne? Größe C, ja. Sieht man fast nicht mehr, du. Den siehst du nur noch so als Schatten. Da ist nicht mehr viel zu erkennen. Aber immerhin, im Stockdustern. Warum der Turbotail so fängig ist, erzählen wir euch in einem der nächsten Filme über das Angeln mit Gummiködern. Zum Schluss möchten wir uns noch bei allen Influencern, Faulenzern, Dropschrottern und No-Action-Anglern bedanken, dass sie uns noch so viele kapitale Fische übrig lassen.